für jemanden, der... Fini, komm! Noch höher kann ich nicht quietschen. Nicht angetan war, dass wir die kastrieren wollten. Ich habe schon gedacht, der kommt auch nicht wieder, so wie alle anderen auch. Wir hatten ja echt eine rege Nachfrage. Aber er kam wieder, hat sich auch erkundigt, wie geht's ihr denn und wann kann ich denn da mal hin? Schein. Da habe ich gedacht, das ist gar nicht verkehrt. So. Na, da von seinen Rauherdackeln erzählt, die auch nicht so ganz einfach waren. 15 Meter Bremsfeedback ab. Ja, Fini, komm schnell! Und ich habe ihm auch erzählt, aber die kann sich auch umdrehen und die ist zickig und bla bla bla. Ach, das interessiert mich nicht. Man merkt richtig, wie anstrengend das für den ist. Mhm. Das ist auch gut. Man sieht richtig, wie Fienchen viel, viel agiler ist. Ja, Fini! Der zahlt 52 Kilo, ne? Fini, los, krieg ich mal einen Platz. Überall die Matze. Das macht nichts. Dafür haben wir die Hundeklamotten an. Das brauchen wir auch gleich. Fini! Oh, Judy. Ich glaube, du bist auch reif für die Dusche, Sausebär. Aber nicht mal Volldusch. Hast du kein Furmi? Furmi, doch, habe ich. Ja, dann nimm den doch. Ich habe für Fini habe ich einen Gummistriegel. Ja, das wäre vielleicht sogar besser. Den Gummistriegel. Weil das aber mit dem Furmi so ein bisschen, mit dem Furmi hole ich das auch. Das macht er nicht lange mit. Ich mache den im Frühjahr, wenn die da so anfängt, sind sie hart, dann mache ich den Vorlicht, weißt du? Und dann zieht das so richtig mit dem Gummi die Haare raus. Wäre nicht schlecht. Irgendwo habe ich doch auch noch so Speckbär. Einen. Ich habe doch mal für den Boxer damals eingekauft. Ein Speckbär, jetzt machen wir noch mal ein paar Fotos, ne?